So, herzlich willkommen zur Abschlusssession dieser Woche. Es war ja eine interessante Woche. Einerseits haben wir uns in dem MOOC über 70-20-10 intensiv unterhalten. Auf der anderen Seite haben viele auch die Möglichkeit natürlich genutzt, den freien Tag heute und gestern zu genießen und sind jetzt wahrscheinlich irgendwo in den Bergen oder am Strand oder auf dem Balkon. Deswegen denke ich, kommt auch der Aufzeichnung ein wichtiger Faktor zu, weil viele das wahrscheinlich auch nochmal nachhören möchten. Wie war die Woche für euch so? Ja, für uns sehr interessant, spannend. Wir hatten uns ein bisschen mehr noch an Teilnahme gewünscht, aber wahrscheinlich haben die Rahmenbedingungen da, das haben wir gar nicht, wie ich vorher schon gemeint habe. Ich habe das erst am Mittwoch aufgrund eines Telefonats nach Deutschland mitbekommen, dass ja da eigentlich ein freier Tag ist, zumindest im Süden. Aber zumindest für uns allgemein waren sehr spannende Themen, schöne Diskussionen. Ich bin jeden Tag beim Bus hin und her zurückfahren mit meinem Handy da ganz vertieft gesessen und habe das noch ein bisschen mit moderiert. Das ist auf jeden Fall spannend gewesen. Genau, also es kamen einige wirklich gute Kommentare, Fragen von einigen wirklich rege Beteiligung. Das war toll. Und wie gesagt, insgesamt haben wir gedacht, von potenziellen 1000, die dabei sind, sind wir bei circa 10%. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wir haben ein bisschen Statistiken für unsere Woche auch selbst rausgefunden, finden wir selber interessant und auch, weil wir sagen, so dieses Learning Analytics, da wollen wir weiter lernen, da wollen wir irgendwie uns auch mal angucken, was passiert denn eigentlich im Hintergrund und so weiter. Aber wir sind auf jeden Fall erstmal einiges an Beiträgen bekommen. Okay, ich Wir schaue haben nur jetzt noch mal ein bisschen gerade kurz. Interferenzen Irgendjemand hat hier. sein Mikrofon noch offen und sch Denke, das wird der Stefan sein. der wird es probieren, ja. Ja. Okay. Gut, aber dann übergebe ich jetzt einfach mal an euch, ja, dann startet mal. Sehr gut, Sehr alles nett. klar. Ja. Also, herzlich willkommen zur Abschlusssession heute am Freitag. Toll, dass ihr dabei seid. Und obwohl es für viele ein Brückentag ist oder der Freitag, wo man vielleicht schon eher ans Wochenende denkt oder noch schnell die letzten Sachen an der Arbeit macht, dass ihr dabei seid. Und wir möchten diese kommenden ja, knappe Stunde möglichst auch interaktiv benutzen. Das heißt, ihr seid gefragt. Wir werden gleich eine kleine Umfrage als erstes starten und nachher auch relativ viele Fragen oder ein paar Fragen noch haben, die im Chat beantwortet werden sollen. Das heißt, bleibt einfach aktiv. Wir schätzen da eure Beteiligung an diesem Freitag. Was wir durchgehen wollen, wir wollen so ein bisschen uns angucken, klar, noch einmal rekapitulieren, die Themen der Woche, was waren so die Highlights für uns, was haben wir so rausgezogen erstmal. Und wir müssen sagen, auch wenn wir sagen, ach, wir hätten uns vielleicht oder wir hätten noch mehr erwartet, wir hätten eigentlich so einen Überfluss an Diskussionsbeiträgen und so weiter erwartet. Von daher war es eigentlich dann eher so, dass wir gesagt haben, oh, das ja, es ist überschaubar, das kriegen wir noch hin. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn man jetzt recht spontan dann sagen soll, okay, was war jetzt wirklich wichtig? Dazu reicht die Zeit dann ja Also doch muss nicht. man nochmal eine weitere Analyse auch machen und das ist auch eine unserer Schritte, die wir nachher dann nochmal zeigen wollen. Wir wollen auch unsere eigene Medizin nehmen und das dann einfach nochmal mit zu unserem Team zurücktragen. Das ist eigentlich auch eine Lerngeschichte für uns. Können wir zum Genau. Beispiel dieses Format, also eine Frage wäre, können wir dieses Format technologisch sofort umsetzen? SharePoint-Seite, wir haben Skype for Business und so Genau. weiter, aber Ja. es gibt noch ein paar Sachen, die wir noch genauer untersuchen müssen danach. Genau. Und was wir jetzt also vorbereitet haben, sind so die ersten Highlights. Ein paar Gedanken dazu, was so bei uns jetzt direkt konkrete, ja, wo wir herausgefordert sind, wo wir gesehen haben, ach, hier ist so ein Konsens oder hier sind Inputs von euch gewesen, die für uns auf jeden Fall noch wichtig werden. Dazu wollen wir die Tage der Reihe nach durchgehen. Am Montag ging es ja um die Einführung in 70-20-10. Was ist das überhaupt? Am Dienstag haben wir den Fokus auf die 70 gehabt und am Mittwoch auf die 20 und haben jeweils ein Beispiel von dem, was wir in der Praxis seit über 10 Jahren benutzen, vorgestellt, haben dazu ein bisschen Feedback von euch bekommen und auch ähnliche Beispiele genannt bekommen. Das war sehr gut, sehr spannend.
Und am Donnerstag, also gestern, ging es dann darum, eure Beispiele anzubringen. Da wollen wir euch mit hineinnehmen oder auch einfach, also ein paar Beispiele einfach kurz besprechen. Das Formular wird offen bleiben und das möchten wir gerne interaktiv halten. Das heißt, das ist nicht mit heute zu Ende, sondern das fängt eigentlich heute erst an. Von daher, da werfen wir einen kurzen Blick drauf und dann ist es frei, da auch noch weiter mit was zu machen. Im Weiteren wollen wir uns Zeit nehmen für eine Reflexion über das, was an Input von euch gekommen ist, über den MOOC generell, über unsere nächsten Schritte. Und dann ist natürlich Zeit für Input, Feedback und Fragen am Ende, sonst auch gerne nebenher im Chat. Und zu guter Letzt gibt es den Ausblick auf die kommende Woche mit dem Team von nächster Woche. Dazu kommen wir dann zum Schluss. Dann gehen wir mal auf einen Poll, eine Umfrage. Wir möchten von euch allen wissen, nach dieser Woche, bin ich neugierig auf 70-20-10 und möchte mehr darüber lernen oder werde ich in meinem Unternehmen weiter mit 70-20-10 arbeiten und Ideen mitnehmen oder will ich einiges von dieser Woche umsetzen, aber ohne den Schirm von 70-20-10 oder bin ich komplett fertig mit Lernphilosophien? Ich habe fertig. Genau, also gebt uns mal euer Voting hier. Wie sieht es bei euch aus? Wie ist so die Stimmung nach einer guten Woche mit 70, 20, 10 und so viel Diskussion darüber? Ich meine, das ist auch ganz interessant, wenn man jetzt anschaut, wir sind jetzt nicht so viele 40 Leute, vorher waren vielleicht mehr, ich weiß nicht, wie viele dann insgesamt mitdiskutiert haben, es kommen auch tröpfchenweise Leute rein, so das ist vielleicht ein bisschen verzerrtes Bild, aber es ist zumindest immer ganz schön, dass wir hier so ein bisschen eine Interaktion auch haben. Wir haben noch ein bisschen Raum nach oben offen. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Genau, einfach einen der in einen der Ringe klicken dann können wir das gleich, wenn die meisten durch sind, können wir das veröffentlichen. Wir sind ungefähr da. 3, 2, 1 und du musst den genau, close und jetzt genau. Sehr gut. Die Ergebnisse könnt ihr sehen. Wir sehen also hier gut 40% von euch sagen, weiter mit 70-20-10 arbeiten und Ideen mitnehmen. Das ist gut, das werden wir auch machen. Auch toll zu sehen, 30%, die mehr über 70-20-10 lernen wollen. Und da möchten wir uns anbieten als Gesprächspartner. Wer Lust hat, mehr mit uns darüber zu diskutieren, über unsere Erfahrungen, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf. Da sind wir gerne bereit, als so eine Sparring-Partners zur Verfügung zu stehen, voneinander zu lernen. Das gilt natürlich auch für alle anderen, die sagen, hey, da, wir könnten uns das mit euch vorstellen. Es ist auf jeden Fall schon mal gut zu sehen, dass niemand ganz fertig ist mit Lernphilosophien und jetzt sagt, das Diskutieren war es nicht und jetzt machen wir ganz anders weiter. Genau, wir gucken mal, was die Woche für uns so gebracht hat, zahlentechnisch. Uwe? Genau, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Was wir auch machen wollten, ist so ein bisschen, wie war die Teilnahme überhaupt? Also es ist vielleicht ein bisschen ernüchternder, als wir das gedacht haben, aber es ist trotzdem ganz okay. Wir wollten auch eine der Methoden, die wir ein bisschen mehr machen in letzter Zeit, jetzt auch Statistiken zu finden. Also wir haben zum Beispiel 3 Mini-Videos gezeigt. Das Intro wurde 219 Mal gesehen. Das war bis gestern abends oder so. Der Knowledge Booster wurde 107 Mal gesehen. Der Knowledge Transfer wurde 54 Mal gesehen. Ich glaube, man merkt auch, dass das so ein bisschen Reintröpfchen ist. Also viele arbeiten so ein bisschen nach. Aber auch, also gerade zu dem Thema Analytics würde uns auch interessieren, falls da noch jemand mehr Erfahrungen oder so. Also das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Also mir ist es jetzt auch schon öfters passiert, gerade mit Videos, dass man einfach sagt, okay, man will was rausbringen und dann will man auch Feedback haben für Manager und für jemand, der verantwortlich ist für etwas. Und das kann dann immer sehr, sehr interessant sein. Also wir haben dann auch noch diese, wir können dann auch in die Videos da noch reingehen. Also wir haben diese Vistia-Plattform, die ganz spannend ist. Man kann sehen, wie viel Engagement ist, also ob die Leute da vorher raus
springen oder ob die das noch komplett sehen. Hier kann man auch sehen, wie viele Actions gemacht worden sind. Also wir haben den Link dann auf die erste Umfrage da drauf gesetzt. Die Umfragen haben wir dann, also hier kann man sehen, dass ungefähr die Hälfte aller Umfrageteilnehmer dann von dem Video gekommen sind. Das ist auch ganz, ganz interessante Erfahrung hier zu machen. Hier haben wir dann so ein bisschen die Statistiken, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu sehen, aber wir sehen, dass also unsere Woche nicht so viele hat wie die vorherigen Wochen. Und es geht jetzt hier eigentlich auch nicht darum, sind manche besser oder schlechter, sondern einfach nur ein bisschen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Was ist eigentlich mit der, was macht die Zielgruppe? Und ja, vielleicht gibt es da auch ein paar Gründe dafür in dieser Woche, die wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Und, ME typisch für MOOCs? Meines Erachtens. Ah, okay. Ja. Das ist gut möglich. Das kommt nachher nochmal kurz bei der Reflexion von uns auch nochmal vor. Klar, was ist bei so einem MOOC? Massive heißt immer, ist auch anonym. Also man fällt halt nicht auf, wenn man sich angemeldet hat, aber nie auftaucht. Gut, Themen der Woche, die Highlights, die wir so rausgebracht haben für uns. Und jetzt einmal 70-20-10 war für uns ja der erste Tag, so die Einführung, wie sieht der, was ist überhaupt 70-20-10, worüber reden wir hier? Und da haben wir gesehen, es ist ein Riesenbedürfnis, über die Definition zu sprechen. Was ist 70-20-10? Was meinen wir mit 70-20-10 genau? Und einfach zu erklären, es reicht halt nicht einfach nur ein YouTube-Video zu sehen, sondern auch zu sagen, wenn wir jetzt weiter über 70-20-10 reden, was meinen wir dann genau? Und wir haben gesehen, dass jeder das vielleicht auch ein bisschen anders für sich füllt und das ist völlig in Ordnung. Mhm. Die Frage ist, was funktioniert denn in der Praxis für uns? Denn auch die Sache, ist eine Lernphilosophie nur eine Theorie? Dann würden wir sagen, bringt sie letztendlich nicht viel. Denn was in der Praxis nicht angewandt wird, hat im Endeffekt keinen Effekt auf unser Unternehmen. Mhm. Das heißt, was wir gesehen haben, ist, wir müssen das also runterbrechen von einem theoretischen Konstrukt in wirklich konkrete, praktische Beispiele. Und das ist ja das, was so unsere Zielsetzung war für diese Woche, zu sagen, wir hätten gerne mehr Beispiele für, wo wir informelles Lernen, Lernen über andere anwenden, strukturieren können, was wir unseren Angestellten als Hilfe mit an die Hand geben können. Und die Frage ist immer noch, das ist immer so eine Balance, die immer bleiben wird. Wie kommen wir von der Theorie auch zur Praxis? 70-20-10, ist das hilfreich oder ist das ein Hindernis? Reden wir zu viel darüber? Also diskutieren wir nachher nur darüber, was es jetzt ist und ob es jetzt 10 ist oder 70 oder 20 und was wie zugehört und wo wir die Grenzen ziehen? Oder ist es hilfreich, dass wir sagen, wenigstens haben wir was wir an die Hand nehmen können? Mhm. Und dazu nochmal als Beispiel auch ein Teil der Diskussion war, ja, was ist mit der Akzeptanz, sowohl von den Angestellten, aber besonders vom Top-Management? Und wir haben das am Montag ganz kurz angesprochen. Für uns war das ganz wichtig. Oder wir haben gesehen, dass unser Top-Management das aufgreift und sagt, okay, 70-20-10, das ist es jetzt. Wie wir das füllen, bleibt uns überlassen. Aber 70-20-10 ist in unsere Unternehmensstrategie mit reingekommen als Lernphilosophie und ist ganz wichtig, einfach als, okay, hieran hangel ich mich lang. Und wir können in diesem Rahmen dann unserem Top-Management erklären, was passiert, welche Aktivitäten vor sich gehen und auch, wie wir dann Resultate definieren und evaluieren. Das heißt, ganz klar für uns ist es wichtig, ein wichtiges Hilfsmittel um Akzeptanz zu schaffen. Aber alles dieses hier bleiben Fragen, die jeder für sich in seinem eigenen Unternehmen auch diskutieren muss, denke ich. Genauso wie die Rolle von Learning und Development. Also egal, ob man jetzt in einer HR-Funktion, Personaler-Funktion sitzt oder aber wirklich so eine Akademie, Teil einer Akademie ist. Die Frage ist, wenn wir 70-20-10 einführen und damit arbeiten, dann werden wir immer mehr auch zu Beratenden. Das heißt, wir helfen
Angestellten, wir helfen Vorgesetzten, diese informellen Lernmomente zu finden. Es kam in der Diskussion vor, dieser Ermöglichungsrahmen oder Handlungsrahmen, den man schafft und den man sichtbar macht. Das heißt, das ist etwas, eine Rolle, die auf einmal neu ist vielleicht für uns, die wir ausprobieren müssen. Es geht um Kompetenz. Was müssen wir denn jetzt eigentlich können? Geht es mehr in Richtung Coaching, Mentoring? In Zukunft, sieht es bei uns so aus, dass unser Chef gesagt hat, in Zukunft müssen wir ganz andere Sachen können und wir müssen immer wieder neu aussondieren, was sind denn eigentlich die Kompetenzen, die wir im Team haben müssen. Und die Kompetenzen müssen wir natürlich dann auch selbst entwickeln. Die Frage ist, wohin geht's? Mit 70-20 weiß man nicht, wohin geht's denn eigentlich? Man beim formellen Lernen, wenn es um Klassenraumkurse, Online-Kurse und so weiter geht, wissen die meisten von uns, was sie tun und wie sich das im Laufe der Zeit, selbst wenn sich der 10er-Bereich entwickelt und so, aber ist es eventuell alles im Umschwung und man weiß nicht genau, wo es hingeht. Alles sehr spannende Fragen und wie gesagt, es ist eigentlich was man als Unternehmen oder aber als Learning and Development Funktion, als Team durchdiskutieren muss und sollte. Hier ist auch so eine ganz spannende Diskussion auf der linken Seite des Bildschirms hier runtergekommen. Jetzt ist es ein bisschen größer geworden, jetzt kann ich mich nicht mehr an das vorherige erinnern. der Michael hat geschrieben, dass er so eine Art Kick-off-Web-Conferences anbieten will, um die Leute mit ins Boot zu holen. Und das ist eigentlich genau das, was wir teilweise machen. Wir nennen das Web-Class. Wir gehen da in bestimmte Departments, Regionen rein und versuchen halt so die Awareness da sozusagen höher zu machen, um was das geht. Also zum Beispiel nächste Woche mit einem bestimmten Bereich, mit dem noch nicht so viel damit gearbeitet hat und also ja. Das sind wirklich ganz spannende Themen. Eine andere Frage, die uns nicht beantwortet wurde, die wir immer noch draußen haben und die wir auch gerne beantwortet bekommen, ist, welche anderen Lernphilosophien oder welche anderen theoretischen Konstrukte habt ihr denn so also ich meine, wir haben in anderen gesehen, wir haben Kompetenzmodelle oder sonst irgendwas, aber vielleicht mal so eine übergreifende Philosophie. Das wäre auch nochmal ganz spannend, wenn da nochmal was reinkommen würde. Genau. Okay, aber dann. Dann für uns 70, 20, 10, um das nochmal abzuschließen, hier ist so eine Art Mantra. Nicht im esoterischen Bereich, sondern so ein Business-Mantra hat ja auch immer ganz viel damit zu tun, dass man sich sozusagen etwas auf die Fahnen schreibt und das auch immer wieder wiederholen muss, um was es hier eigentlich geht. Und wir haben gesehen, dass das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit ist. Und es ist auch immer ganz witzig oder es ist immer ganz erfrischend, wenn man in ein Projekt-Kickoff kommt und dann haben die sozusagen deine Klienten, internen Klienten haben dann schon, ja, wir müssen auch noch über diese 70-20-10 irgendwie nachdenken, wie war das nochmal oder so. Aber dann hast du zumindest schon, okay, das Mantra ist irgendwie so ein bisschen durchgedrungen und das ist halt auch so diese Fahnen immer weiter hochhalten und immer weiter. Was dann wirklich da draufsteht oder ob das 80-20 ist oder das ist ja eigentlich dann nicht so wichtig. Ja. Das war auch ja eine der Diskussionen, die wir hatten. Wieso müssen wir das jetzt hier alles so dezidiert diskutieren? Ja. Wir hatten gedacht, dass es eine gute Möglichkeit ist, uns auch so ein bisschen von A nach B durchzuhangeln. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch nochmal in den nächsten Minuten dann machen. Genau. Ganz kurz. Also es gab noch zwei Inputs. Genau. Die eine war nochmal im Hinblick auf 70-20-10 als Formel. Da war eine Aussage, dass es doch sehr spannend ist, wenn man auf die 20% schaut, tatsächlich Führungskräfte in die Verantwortung auch für die Bildung ihrer Mitarbeiter, für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu bekommen und man nicht immer nur aufs Budget von den 10% starren muss. Und das zweite war eine Rückmeldung von der Margrit Reinhardt, dass durch das 70-20-10 Modell einfach der Faktor 70 bewusster wahrgenommen werden kann oder sollte und man deswegen tatsächlich vielleicht auch eine Chance hat, mal das gesamte Feld ein bisschen zu erweitern. Das ist okay. Dann war noch eine Frage da, wie das Thema Kommunikationsplan, also wie Neuerungen im Bereich L&D kommuniziert werden können oder wie die bei euch kommuniziert werden. Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Also ich glaube, ich arbeite immer mehr mit Kommunikation direkt zusammen und da ist auch oft, dass es nicht immer hundertprozentig der Schnitt ist, wer macht was oder so, sondern ich glaube, da muss man einfach kollaborativ arbeiten und manchmal machen wir was, das vielleicht nicht so
eindeutiges Lernen ist, sondern eher Ja. auf dem Ja. Informationsbereich ist, aber also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Für uns war das ja so, wie wir am Montag schon gesagt haben, für uns war der ganze Anfang, wie wir mit 70-20-10 Ausrollen angefangen haben, war wirklich so dieses erstmal nur Information, auch an unser Top-Management. Und jetzt ganz viel über alle möglichen Kanäle. Das heißt, wir besuchen relativ viele Regionen, die mit denen wir arbeiten, haben Workshops mit Managern. Regional Managers bekommen dann Update und so weiter, also und bekommen Coaching. Das heißt, es geht sehr viel jetzt über ja, Informationen auf allen Kanälen und Intranet-Artikel und so weiter, dass ich sag mal, der normale Angestellte auch mitkriegt, was bedeutet eigentlich 70, 20, 10. Also eigentlich über alle möglichen, also Über. auch einfach top-down die Hierarchie durch einerseits, aber andererseits halt dann auch Genau. informelle und formelle. Und die, Genau. bei dem Informellen sind dann eher das Mantra dann wahrscheinlich dabei. Genau. Und jetzt nochmal Fokus auf die 70 Knowledge Booster. Das ist das, was wir am Dienstag vorgestellt haben. Das ist eine Initiative, die wir seit über 10 Jahren hier haben in DNVGL. Nochmal zurück, ganz kurz. Sorry. Und wo wir gesagt haben, wir wollen gerne, ja. Das ist was, darüber informieren wir natürlich auch. Hey, das hier ist im Rahmen der 70. Das ist informelles Lernen. Ihr lernt am Arbeitsplatz, findet eine Abteilung, mit denen ihr lernen könnt oder aber denen ihr was beibringen könnt. Auch das gibt es. Und da haben wir gesagt, okay, unser Kommunikationskanal hier geht jetzt eigentlich, was den Knowledge Booster angeht, eher Richtung Top-Management wieder. Und zwar nicht, was ist der Knowledge Booster, sondern der geht dazu, was macht der Knowledge Booster, denn welchen Effekt hat der? Wir haben dazu in Zusammenarbeit mit dem ROI-Institut in den USA letztes Jahr eine Return-of-Investment-Analyse gemacht und haben einen großen Bericht dazu geschrieben, das ausgewertet, also ein Jahr ausgewertet. Und nur mal ein kurzer Einblick darauf, weil auch so ein bisschen diskutiert worden ist, ja, was kommt denn eigentlich bei raus oder was hat denn der Mitarbeiter davon und der Vorgesetzte dessen, der halt reist, der muss ja relativ viel investieren. Und da haben wir einmal hier auf einer Skala von 1 bis 5 gefragt, haben die Angestellten gefragt, haben gesagt, was ist denn eigentlich, was seht ihr denn als Effekt, außer dass es mehr Verkauf gibt, also dass ich was Neues lerne und dann mein Wissen weiterverkaufen kann, sage ich mal. Also Direkter außer ökonomischer Nutzen. genau, der direkte ökonomische Nutzen, wobei hier dieses, was Open Leads heißt, das vorletzte, auch ein bisschen Ökonomie beinhaltet. Aber ansonsten, was sieht denn der Angestellte? Und da geht es um dieses Netzwerken, Eigenengagement oder Zufriedenheit und dass ich Arbeitsprozesse verstehe, dass ich etwas kennenlerne und es selber verstehe. Es ist sehr auf den Mitarbeiter gemünzt. Das sieht man hier, dass das einen großen Effekt hat. Dass es dann auch in Richtung Kundenzufriedenheit und Effizienz geht bei Arbeitsprozessen, auch wenn das hier in der rechten Hälfte ist des Diagramms. Nichtsdestotrotz hat es einen großen Effekt. Das sind sozusagen hier die Gründe, die am meisten genannt worden sind. Und wir haben einfach gesehen, das Programm läuft, es ist beliebt, aber welchen Effekt hat es auf den Business? Dazu die Return on Investment Analyse und dann diese Daten hier und wo wir gesagt haben, okay, und das wollen wir jetzt zurück rapportieren an unser Top-Management. Das ist ja klar, die müssen das wissen. Dann haben wir in der Diskussion jetzt ging es darum, okay, was gibt es noch für Beispiele? Es ging so ein bisschen darum, wie kann man den Fokus auf die 70, wie kann man das nochmal verstärken. Communities of Practice, ein Stichwort. Ich lasse das mal so stehen. Das könnt ihr alle nachlesen im Forum da nochmal. Lerntagebuch war etwas. Dann die Frage, okay, die 70 hier, das ist ein Ermöglichungsrahmen plus, man braucht Zeit zur Reflexion plus diese Handlungsrelevanz, die notwendig ist. Fragen kamen auf, diskutiert wurde. Wann wird eine Kompetenz zur persönlichen Fähigkeit?
Wie strukturiert darf informelles Lernen sein, bevor es formelles Lernen wird? Sehr spannend, das war so ein bisschen die Diskussion, ja, dieser Knowledge Booster, wir teilen den ganz klar bei 70 ein. Einige von euch haben diskutiert und gesagt, naja, das ist doch sehr formell, ihr strukturiert das so stark, dann ist es doch schon formelles Lernen. Da ist bei uns der Gedanke, na, das Lernen selbst ist informell. Der Rahmen darum, der drumherum gesetzt wird, weil wir auch Geld geben für Reisen, Aufenthalt und so weiter, der ist sehr strukturiert und auch, wie jemand kommentierte, hierarchisch angelegt. Das heißt, wir haben nicht nur den Vorgesetzten, der das genehmigen muss, sondern auch eine Referenzgruppe, ein Gremium, die das angucken und bewerten. Dann weiter arbeitsplatznah, aber nicht informell, hier auch wieder. Und ein Zitat, was ich ganz gut fand und sehr richtig fand: Wir erlernen zum Beispiel die Kultur einer Abteilung oder eines Unternehmens mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der wir atmen, ist gleich die 70. Ja, genau, also dieses einfach reingehen in eine Abteilung, mit denen zusammenarbeiten, von denen lernen, wie die arbeiten, wie die ein Problem angehen und das lösen, das ist im Grunde das, was wir mit durch den Knowledge Booster machen, was wir in den 70er-Aktivitäten fördern wollen. Und eine Frage, die so hängen bleibt, wo wir uns herausfordern lassen wollen und die wir mit in unsere Abteilung nehmen, ist: Darf man informelles Lernen dokumentieren wollen? Denn ich denke, das ist so mehr so der Grundton gewesen vielleicht, der mitgeschwungen hat. Svenja, Uwe, es gibt eine Menge an Diskussionen gerade und ein so Schwerpunkt in der Diskussion ist drin, wie kann man denn jetzt die Lernthemen in der Vielzahl von Themen, die für Marketing, für Kommunikation spannend sind, die auch für Führungskräfte spannend sind, wie kann man die Lernthemen auf den Radar bringen, dass eben die Unternehmenskommunikation mitmacht, dass die Führungskräfte verstehen, was es dort gibt, einfach welche Rolle oder welche Maßnahmen gibt es, welche Ansätze, welche Ideen, welche Vorschläge habt ihr da dazu? Ganz klar, denke ich, der Zusammenhang zur Unternehmensstrategie, zu sagen, okay, da, wo ist die oder was sind so die dieses Jahr die wichtigen strategischen Themen und wo haben wir da Erfolgsgeschichten, wo haben wir, und das kann jetzt auch 70, 20 oder 10 sein, wo haben wir zu diesem einen strategischen Thema, wo haben wir eine Initiative, die wir entwickelt haben? Aber die Frage war, ich glaube, auch so ein bisschen in die Richtung, wenn ich das richtig vorher mit dem linken Auge so mit erfasst habe, inwieweit aufgrund der Informationsflut, die wir täglich haben, Mails und sonst irgendwas, wie können wir eigentlich da noch das Marketing machen, um damit die Leute auch... Aber auch gerade da denke ich, zumindest wenn du wenn du das Top-Management anguckst und sagst, ich möchte die Aufmerksamkeit unseres CEOs haben, das ist relativ schwierig natürlich. Wir sind eine ganze Menge Angestellte, wir sind eine ganze Menge so Teilbetriebe, sage ich mal. Und da denke ich gerade, natürlich ist das Management an Strategie interessiert. Das heißt, je näher wir dran sind mit unseren Themen an den Themen der, oder wir müssen wissen, was läuft in den einzelnen Abteilungen, was sind denn die Probleme und wir zeigen die Lösung auf. Die andere Problematik, also bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das falsch verstanden habe, aber die andere Problematik mit der Informationsflut, da gibt es natürlich kleine Tipps und Tricks oder so, ich weiß nochmal, Knowledge Booster, es ist immer wieder auch ganz gut, wenn du irgendwo in einer anderen Abteilung oder irgendwo an der Welt rumreist und sitzt und siehst dann auch an der Wand irgendwelche Werbung oder oder in der Kantine kleine Handzettel und oder diese Aufroller hier, also man muss schon immer ein bisschen trommeln, damit man auch so Aufmerksamkeit bekommt, was natürlich nicht heißt, dass man nicht in der Strategie mit dabei haben sollte. Genau. Okay, dann würden wir jetzt einfach weitergehen, sozusagen der zweite Tag dann in den 20ern, da haben wir dann über den Knowledge Transfer Meeting kurz gesprochen. Da war heute eine Frage in letzter Minute und das hat dann eigentlich ganz gut gepasst, deswegen habe ich hier diese Folie auch noch. Wann wird es eigentlich genau noch benutzt? Also wann ist der Moment of Need oder so? Also Onboarding kann zum Beispiel sein. Wir benutzen es nicht als generelles Onboarding, aber zum Beispiel Projekt-Onboarding wäre eine Möglichkeit. Wenn es ein ganz großes Projekt ist, habe ich teilweise schon gemacht. Natürlich, wenn jemand in Pension geht, das ist eines. Emergency gibt es auch. Es kann ja auch jemand sein, das ist ein wichtiger Projekt Leiter oder sonst irgendwas nicht mehr zur Verfügung steht, auch aus welchen Gründen auch immer.
für Innovationsprozesse. Also da gibt es verschiedene Arten und auch eben eins, das mir eigentlich immer ganz gut gefällt, ist, oft sind wir einfach nur auf ein oder zwei Experten irgendwie fixiert. Also man muss das dann auch, wenn es in Abteilung, muss man das dann auf mehrere, breitere Schultern dann irgendwie stellen. Also es gibt verschiedene Weisen, eben das Lernen dann zu teilen. Das wären nochmal die Moments of Need. Dann auch zum Feedback, hier ist nur ein kurzes Zitat, und da war auch eine ganz interessante Diskussion über den Net Present NPS. NPS, genau. Score. Ja, Promoter Score, genau. Danke. Den benutzen wir eigentlich auch, und da haben wir immer ganz gute, also eigentlich von den Rezipienten fast um die 90%, und von, was das Interessante daran eigentlich auch ist, von den Experten eigentlich immer 100% bekommen, weil die Experten eben extrem oft sozusagen in ihrem Elfenbeinturm sitzen und von niemandem mehr herausgefordert werden. Und wenn dann jeder einmal kommt und stellt so die dummen Fragen, und sei es nicht nur von Learning and Development, weil wir dann doch meistens die dümmsten Fragen haben, wenn es um technische Sachen geht, aber genau das triggert halt dann nochmal was, und das ist wirklich eine der spannendsten Geschichten da, wenn es um Wissensentstehungsprozesse auch geht. Und es ist halt auch, hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Das war auch so eine Diskussion, auch ein Diskussionspunkt, den wir hatten. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, wie ich zoome jetzt einfach hier mal rein. Ich habe mir so ein kleines Mindmap gemacht mit ein paar Gedanken. Also wir haben auf der 20er diskutiert sowohl über Konnektivismus, den wir auch hier vorher nochmal als Lernphilosophie dahinter hatten. Also da ging es teilweise um neuronale Aktivitäten, also fast um biologisches Verständnis von Lernen. Wir haben ein bisschen über den Experten-Debrief, der im deutschen Sprachraum vertreten ist, über die Historie. Storytelling ist natürlich da auch ein ganz wichtiger Punkt. Storytelling ist ein immer wichtigerer Punkt, denke ich auch mal, und das kommt auch hier ganz schön zusammen. Dann war die sehr schöne Erfahrung von ENBW über die Wissensstaffetten, die sich das dann weiterentwickelt hat, dass die Moderatoren eben die Katalysatoren da sind und dass das mit den Moderatoren auch irgendwie steht und fällt. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, man muss den Leuten einfach die Zeit geben. Also die sind einfach super happy, wenn du sagst, du hast die Regeln, du musst, wir sind jetzt, sitzen hier einen Tag zusammen und wir haben eigentlich kein E-Mail, kein Handy, sondern wir fokussieren komplett auf dieses Thema. Mhm. Und das ist auch dieses Zeitgeben und dann eben die Qualitätssicherung, ja, der Net Promoter Score, wie wir vorher gesagt haben, und eben die Wertschätzung. Andererseits haben wir dann geschaut, ob es noch andere Themen gab. Da hat mich vor allem diese Hospitierung, kenne ich so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen eher an, wenn man so aus der Sozialpädagogik oder irgend sowas eventuell kommt, da gibt es ja das auch immer, aber ich finde es höchst spannend, oder Job-Shadowing, also so über die Schultern schauen, und da hat es auch ganz ein, zwei Tage mit Querschnittsfunktionen, und gerade wenn es um Matrix-Organisation, Projekts aufstellen und so weiter geht, ist das sicher eine sehr, sehr spannende Geschichte. Oder eben auch Googler to Googler, das war die andere Geschichte, die ich mir auch noch mit geschrieben habe. Und dann haben wir eigentlich, Chatfrage für euch auch noch. Welches Beispiel hat euch besonders gefallen? Oder also das ist jetzt nicht irgendwie. Für die sich hier angeguckt haben, was wir in dem Google Docs abgefragt haben am Donnerstag, da sind ein paar Beispiele gekommen. Mhm. Sehr cool, vielen Dank dafür. Aber die sich das angeguckt haben, oder ein paar haben auch hier Beispiele nochmal in die Diskussion, in den Chat mit reingebracht. Schreibt doch mal hier gerade. Welches, was euch besonders, was vielleicht neu war oder was besonders interessant klang. Da geben wir gerade mal ein bisschen Zeit. Joachim, haben wir sonst noch irgendwas, irgendwelche Fragen, die zwischendurch kamen, oder sind wir damit, die wir beantworten können, während alle anderen unsere Frage beantworten? Also es war zu Beginn nochmal eine Diskussion darüber, dass eben das 70-20-10-Konzept, obwohl es ja schon einige Jahre vom Buckel hat, immer noch nicht bei allen bekannt ist. Und da haben viele gesagt, prima, dass wir die Chance gehabt haben, das einfach nochmal ein bisschen inhaltlicher zu vertiefen. Mhm. Und ganz zu Beginn gab es noch eine Diskussion darüber, dass einfach die Woche eine schwierige war und man Inhalte eben nicht immer am selben Tag bearbeiten konnte. Mhm. Dass manche, einer hat auch geschrieben, er hat die Beiträge erst angesehen,
sein. Das heißt, es wäre schon ganz gut, wenn ihr die kommenden Tage und Wochen einfach nochmal draufschauen würdet. Da wird sicher nochmal einiges an Input kommen. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Wir lassen auch, wie gesagt, alles offen, so dass man immer noch reingehen kann, nacharbeiten kann. Wir sind da noch sehr, sehr interessiert. Ja, genau, hier war noch was über Knowledge Recording, da war auch eine ganz nette Diskussion um, wie man OneNote benutzen könnte. Das habe ich auch sehr, sehr spannend gefunden. Ich benutze selber auch OneNote immer ein bisschen mehr, aber das hat dann immer was mit persönlichen Wissensverarbeitung zu tun, aber es könnte durchaus möglich sein, dass man das immer mehr benutzen könnte, auch als eher niedrigschwelligere Methode. Gerade wenn Office 365 dann auch benutzt wird. Das Beispiel mit dem Stichwort Erfahrung im Austausch nur wegen Korea lief anders als geplant. War trotzdem okay. Ja, genau. Ja. Okay, dann können wir hier nochmal kurz über... Der Input, der kam von euch, die Beispiele, da haben wir ja darum gebeten, dass ein bisschen kategorisiert wird, dass man ein bisschen Eindruck kriegt. Ist es eher informelles Arbeitsplatznahes Lernen, 70, eher Lernen von anderen oder formelles Lernen? Und die Beispiele, wie gekommen sind, bis kurz vor dieser Session hier, also wie gesagt, das bleibt offen, bitte fühlt euch frei, stellt weiter rein. Aber wir introduzieren jetzt hier nicht die 70-20-10, sondern die 60-33,3 und der Rest. Nein, aber wir sehen hier im 20er-Bereich Lernen von anderen gibt es eine ganze Menge Beispiele, das ist super. 70er gibt es auch viel, klar, 10 dann vielleicht ein bisschen weniger, denn da haben vielleicht die meisten auch ein Verständnis davon, was gekommen ist. Uwe hat mal aufgelistet hier, welche Beispiele gekommen sind. Ihr könnt ja alle noch auf diese Liste auch zugreifen. Da hat ja der Magnus gerade den Link geschickt. Also das ist das, was hinten rauskommt. Wir können es aber trotzdem, also von mir aus auch gerne noch offen lassen oder wir können es auch ändern. Also das wäre auch ganz interessant, was die Community da noch weiter betreiben will. Unsere Idee war eigentlich dann, das sozusagen als Grundstock für so eine Art Toolbox zu machen, ja, genau. Ja. Manche Formate sind auch schwer einer Kategorie zuzuordnen. Die Frage war, warum die Communities of Practice in den 70ern sind. Sind sie eigentlich nicht, aber es wurde erwähnt im Zusammenhang, als wir die 70er diskutiert haben an dem Tag, als etwas, was zusätzlich auch laufen kann. Und das ist definitiv, ja, aber wie gesagt, es ist häufig, es kann auch beides sein. Gut. Es war noch eine Frage, das war sehr witzig, wo wir diese Matrix her hatten, deswegen wollten wir das noch kurz anbringen. Das war eigentlich nur ein kurzes Brainstorming. Wir haben das jetzt ganz hoch, Hultmann-Matrix ist ein Kollege von uns genannt, weil wir einfach auch gedacht haben, wie könnten wir das noch irgendwie kategorisieren. Das ist ein Vorschlag. Das war nur ein kurzes Brainstorming und da waren auch ein paar unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Verständnisse hinsichtlich des Tags dann. Das war nur ein Vorschlag unsererseits, aber weil der nächste Schritt sollte ja sozusagen sein, wie könnten wir dann so eine Art Toolbox, Blueprint oder irgendwas Tangibleres auch erstellen, dass wir dann für uns als gemeinschaftliche Werkzeugkasten halt irgendwie so benutzen könnten. Ja, also wir haben jetzt sozusagen sind wir durchgegangen, durch die 70, durch die 20. Gerade kam im Chat hier der Vorschlag, es einfach 90-10 zu nennen, statt 70-20-10. Ja, die Abgrenzung läuft oder ist manchmal schwierig. An manchen Punkten ist sie aber ganz eindeutig. Also ob ich von anderen lerne oder aber ein sogenanntes Stretch-Assignment annehme in meiner Arbeit, das ist ja ein Unterschied. Das heißt, dass ich sage, ich nehme mir ein Lernziel, Arbeitsziel vor, ich bekomme eine neue Aufgabe und da bin ich jetzt in erster Linie gefordert, etwas zu entwickeln oder zu machen oder zu tun. Das ist dann ja ganz klar erstmal nicht Lernen von anderen, wobei ich das natürlich auch mit einbinden kann. Aber whatever, es bleibt euch selbst überlassen. Das Wichtigste ist, dass wir denken, 70-20 sind die Formen, die wir mehr fördern müssen. Denn was im Klassenraum und bei Online-Kursen passiert, ist für uns alle deutlicher und da haben wir alle mehr Erfahrung. Aber wenn die Forschung stimmt, die sagt, wir lernen
nun mal 70% durch unsere Arbeit am Arbeitsplatz und 20% über andere, dann heißt es ja wirklich, da mehr Präsenz zu zeigen und einfach mehr diesen Rahmen zu bieten. Mhm. Ganz gut, können wir auch gleich aufnehmen. Vielleicht ist es auch gerade Format spannend, wo man alle Kategorien etwas mit drin hat. Und das ist hier zum Beispiel so ein Beispiel. Also wir haben ein Projekt gehabt über Megaprojektmanagement. Das ist halt, wie kann man sozusagen eine Art Community von neuen Megaprojektmanagern bilden. Da hat eine Kollegin von mir hat über Knowledge Transfer Meetings und über Mentoren Interviews ein eigenes kleines internes Booklet geschrieben. Dieses Booklet wurde dann an diese Zielgruppe ausgegeben. Dann wurden noch zusammen mit den Mentoren, mit den neuen Projektmanagern, wurden dann Knowledge Transfer Meetings zusammen gemacht. Und daraus entstehend war dann eben das On-the-Job Learning angesagt. Die haben neue Projekte und wir haben dann, wir als Competence and Learning haben dann so kurze wöchentliche oder zweiwöchentliche, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, einfach nur Skype-Sessions mit manchen gemacht, mit einem Mentor und drei oder vier neuen Projektmanagern, haben das mit denen durchmoderiert und hatten sozusagen, und die mussten dann am Ende dieser Zeit auch noch ein Lerntagebuch schreiben und uns das dann auch noch bei uns abgeben sozusagen. Und dann waren sie sozusagen in diesem Bereich auch zertifiziert, wenn man so sagen will. Also das ist eine Möglichkeit eben, dass man alles zusammen zusammenbringt und die eben die verschiedenen Teile dann auch wieder, die wir versucht haben, auseinander zu klamüsen, dann wieder zusammen zu bauen. Genau. Und ich glaube, das ist auch dann eher der holistischere, die holistischere Sichtweise dann und das uns dann auch nach vorwärts bringt. Es kam gerade irgendwo der Kommentar, Variation gewinnt, und das ist auch in diesem Fall hier, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das ganze Paket. Sehr gut. Zeit für Reflexion. Wir haben also darüber nachgedacht, über den Mock, über euren Input. Jetzt sind wir durch viel durchgegangen und haben gesagt, ja, da es gibt viel. Es gibt einfach viel, wie auch gerade eben schon gesagt wurde, ja, an der Definition 70-20-10 Kategorisierung, man kann da endlos diskutieren. Und unter Umständen werden wir nicht alle sagen können, so funktioniert die Welt, sondern wir können für uns sagen, so funktioniert 70-20-10 bei uns, so leben wir 70-20-10, denn es muss im Endeffekt praktisch werden. Aber wir hoffen, dass wir bei euch genug Anstöße auch bringen konnten diese Woche oder voneinander lernen konnten, dass jeder sagt, okay, das und das nehme ich mir mit, auch über die theoretische Diskussion, die wir dann bei uns selbst praktisch werden lassen. Von daher fordern wir euch dazu gerne auf. Wenn wir über den MOOC reflektieren, ist die also die Frage, wir haben vorhin schon mal ganz kurz einen Gedanken gehabt, ist der, ist es typisch für den MOOC, dass sich 1000 Leute anmelden und 120 aktiv sind? Ist es dann nützlich für das Publikum, für die Zielgruppe? Ist er es für uns als Wochengestalter? Ist er es für euch? Und wir möchten euch gerne herausfordern, ebenso wie wir uns wieder herausfordern wollen, nicht nur während der letzten Woche, sondern auch für die kommende Zeit. Und die Frage ist ja beim eigenen Lernen immer, wie kann ich das anwenden, was ich gelernt habe? Auch, wie kann ich anwenden, was ich in dieser Woche gelernt habe? Wir als Wochengestalter dieser Woche, aber auch ihr als Beitragende, vielleicht auch teilweise als Zuhörer, die sich nachher einfach den Zusammenschnitt anschauen, dann vielleicht wirklich als Nachzügler. Wir möchten euch herausfordern, über die Themen dieser Woche zu reflektieren, ein Thema auszuwählen, das einen neuen Gedanken enthält, wo ihr sagt, hey, das ist spannend, darüber habe ich vielleicht noch nicht nachgedacht, oder aber hier praktizieren wir, machen wir irgendetwas noch nicht bei uns im Unternehmen, und dass ihr konkrete Ideen dazu entwickelt, einen neuen Gedanken praktisch umzusetzen. Das kann sein, eins dieser Beispiele zu nehmen, die ihr selber zusammengestellt habt. Das kann sein, ein Beispiel, das wir gebraucht haben, zu nehmen und zu sagen, okay, damit möchte ich irgendwie was anfangen. Entweder genau so oder ähnlich oder einfach nur einen kleinen Teil daraus nehmen, und schreibt euch so einen Aktionsplan
Das hilft. Wer macht was und wann? Wie? Und das kann über die nächste Woche sein, es kann aber auch über die nächsten Monate sein, dass man sagt, okay, hier möchte ich was praktisch umsetzen, das nehme ich mir fest vor. In den kommenden Wochen sollte das ausprobiert werden, also am besten gleich anfangen. Und es kann die Möglichkeit geben, aus dem Netzwerk hier vielleicht so einen Sparring-Partner zu haben, jemanden zu finden, der sagt, aus einem anderen Unternehmen, aus dem gleichen Unternehmen, es kann beides sein, hey, da bin ich dabei, dass man sich gegenseitig unterstützen kann und gegenseitig Erfahrungen austauschen kann. Dokumentiert euer Vorgehen und die Ergebnisse. Berichtet gerne davon weiter im Chat, auf Twitter und so weiter mit dem Hashtag. Und bringt doch eure Erfahrungen für den Hackathon im September ein, dass man sagen kann, okay, was hat jetzt hier den Praxistest bestanden? Was ist eigentlich hängen geblieben von dieser Woche hier und auch von den anderen Wochen? Das heißt, da die praktische Herausforderung an euch. Wir haben nochmal eine Chatfrage und da würden wir gerne wissen, was ihr denn jetzt so ganz spontan oder aber schon wohl überlegt denkt, was der interessanteste Input für euch ist von uns, von der ganzen Community, vom Netzwerk, von der letzten Woche, den ihr gerne umsetzen würdet. Das ist unglaublich verpflichtend dann natürlich. Es steht schwarz auf weiß. Und genau. IDP? Die Hausaufgabe? Ja, genau, die Hausaufgabe, die braucht man immer. Ja. Ja, währenddessen kann ich noch mal kurz auf, ich habe auch noch eine kurze Selbstreflexion. Was mich sehr interessiert hat, ist auch das Thema, eigentlich kann ich technisch und dann wahrscheinlich nicht technisch so einen MOOC eigentlich bei uns auch selber machen im Unternehmen. Das war so eine Frage, die ich mir persönlich noch gestellt habe. Und ich sehe, dass es technisch auf jeden Fall möglich ist, ohne Probleme, aber ich sehe, dass es halt schon auch, wenn man dann halt die sozialen Medien, Mitarbeit und so weiter sieht und wenn man das dann auch überträgt, wo wir vielleicht auch nicht so einen großen Reifegrad dann intern, wir arbeiten daran, aber noch nicht so haben, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, als ich mir es vorgestellt habe. Also ich habe auch letzte Woche bei einem Kurs mal so kurz diese Idee gebounced und die ist komplett zurückgebounced. Also das ist, also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, selbstkritisch auch, wenn es an die Aufgaben geht, müsste man vielleicht auch noch manchmal, so habe ich gedacht, so im Nachhinein auch mal ein bisschen, es ist immer sehr interessant, man schreibt was und dann gibt es verschiedene Interpretationen von manchen Sachen. Deswegen ist es eigentlich war das eine ganz spannende Lernerfahrung, aus der wir sicher was ziehen könnten. Sie haben gerade eben, ich habe gerade eben den Chat einmal kurz angeguckt, Joachim, du kannst gerne nochmal, falls ich was vergessen habe, die Individual Development Plans als 70-20-10 gestalten, die überhaupt einzuführen, die Hausaufgabe, darum geht es, so ein bisschen das wirklich praktisch anwenden. Habe ich was vergessen? Ich meine, das nicht passt. Sehr gut, alles klar. Wir haben noch knappe, gut 10 Minuten. Unsere nächsten Schritte. Wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen so, dass wir sagen, wow, da kam doch ganz schön viel, worüber wir nachdenken möchten. Das heißt, wir nehmen unsere eigene Medizin. Wir wollen im Team reflektieren über die Woche. Wir wollen das Gelernte an unser Team weitergeben, mit denen darüber reflektieren, gucken, okay, was ziehen wir gemeinsam raus und konkrete Beiträge finden, die wir bei uns umsetzen wollen. Also einerseits wirklich zu sagen, okay, wo sollten wir uns herausfordern lassen? Wo ist vielleicht auch von uns ein Umdenken erfordert? Oder wo können wir im theoretischen Bereich lernen? Aber auch ganz konkret, gibt es Beispiele, die wir auch selbst als Team direkt umsetzen wollen? Wir haben unsere E-Mail-Adresse nochmal hier unten angegeben, weil wir gerne mit euch in Kontakt bleiben wollen und Erfahrungen mit anderen Unternehmen teilen wollen. Das heißt, wenn es jetzt ein Unternehmen gibt, die sagen 70-20-10, damit arbeiten wir. Wir hätten gerne eine andere Firma, die mit uns regelmäßig Kontakt hat, wo wir uns austauschen wollen. Oder aber wir wollen 70-20-10 bei uns, damit bei uns starten. Da sind wir auch gerne bereit, unsere Erfahrungen zu teilen. Von daher nehmt einfach Kontakt mit uns auf. Ja, dann sind wir eigentlich mehr oder minder am Ende angekommen dieser Woche. Vielen Dank erstmal nochmal. Genau. Wir hätten jetzt noch, wenn's noch ein, zwei Minuten für, falls es noch Input, Feedback, Fragen
Okay, nee, prima, toll. Also ich hoffe, ihr seid noch nicht am Ende angekommen, weil die kommenden Wochen passiert noch eine Menge eigentlich an Themen und es wäre gut, wenn wir euch an Bord haben würden, nicht nur jetzt, um eure Woche und eure Themen weiter zu verfolgen, sondern einfach auch in den kommenden spannenden Wochen mitmachen. Ja. Jedes Team, jedes Unternehmensteam hat ja in den vergangenen Wochen versucht, ein paar neue Impulse zu setzen. Und da wart ihr ja auch eigentlich ganz aktiv. Also ihr habt jetzt uns nicht nur zwei Mini-Inputs geliefert mit dem Knowledge Booster und dem Knowledge Transfer-Thema, sondern ihr habt auch mit Befragungen gearbeitet, mit Interaktion. Also als auch hier in der Abschlusssession fand ich eigentlich spannend. Ein großes Thema fand ich eigentlich, was wir sicher noch weiter verfolgen müssen, wie wir das vielleicht dann auch Richtung von dem Hackathon hinbekommen, war die Crowdsourcing Challenge, mal einfach auch systematisch Ideen zu sammeln aus der Community und aufzubereiten, das auch mit dem Tool. Ich fand auch ganz schön, dass wenn in der Woche ein Thema läuft, wie zum Beispiel das Webinar, das du besucht hast, dort ein Feedback zu bekommen, einfach einen Hinweis zu bekommen, was parallel rechts und links neben dem MOOC eigentlich noch läuft. Und ganz gigantisch fand ich eigentlich die Hausaufgabe zu machen, die ihr für das Team formuliert haben. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich bin immer noch in der Menge an Informationen irgendwie schwimmig rum, weil selbst wenn es 120 Teilnehmer sind, die aktiv mitmachen von 1000, was würde passieren, wenn 400 mitmachen würden? Also ja, das frage ich mich immer. Das ist ja, der okay. Die Hausaufgabengeschichte ist natürlich immer, was passiert. Wir haben natürlich immer die Ausrede, habe ich vorher auch so kurz gelesen, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Das ist dann immer das Problem. Ja, genau. Okay, also vielen Dank. Vielleicht einfach auch noch die anderen Teilnehmer im Chat, vielleicht nochmal ein positives Feedback, was sie gelernt haben. Wir haben gedacht, wir müssen jetzt 198 Stunden von Oslo runtergehen. Ich glaube, das ist, also zumindest hat Google mir das gesagt, dass Fissmann in Allendorf Eder ist. Ist das richtig? Oder können wir das jetzt gleich dann virtuell so schnell machen? Ja, das ist richtig. Ich weiß nur noch nicht, ob mein Ton funktioniert. Hört man mich denn auf der anderen Seite? Ja, klappt. Man hört und sieht dich, ja. Sagenhaft, ja, das ist Allendorf an der Eder, einem der wenigen Orte in Deutschland, der in allen Richtungen gleich weit von der Autobahn weg ist. Ich habe schon mal in so einem gewohnt, das war Oberhausen, da waren es 3 Minuten, hier sind es dann 30. Sind wir schon dran? Ja. Gut, um die peinliche Pause zu überbrücken, während ich versuche, diese Präsentation hier zu starten. Wie sind wir auf unser Thema gekommen? In der bisherigen Diskussion ist uns aufgefallen, dass wir sehr viel über Tools reden und anderes. Wir nehmen selbstständige Kinder, hat irgendjemand mal einer geschrieben, dass Twitter das wichtigste Lerntool ist und dann sehen wir das auch alle so und reden gar nicht mehr drüber, was ist denn Information, was ist Lernen, was ist Wissen. Und der größte haben aber eigentlich einen Twitter-Beitrag letzte Woche, wo ich ehrlich gesagt habe, da hat jemand über das Lernen in der Blockchain oder auf der Blockchain geredet. Und da war ja ganz klar, formales Lernen ist in den nächsten 5 Jahren völlig obsolet, weil es gibt nur noch Peer-to-Peer-Lernen in der Blockchain. Wer das will, wer das braucht und was das soll, war dann die Frage, macht euch schon mal Gedanken drüber. Und da denken wir uns halt einfach, okay, vielleicht verlieren wir dabei eins aus dem Auge manchmal über all die Technologien, das ist unser Lernender. Und bei der Literaturrecherche zu dem Thema ist uns dann auch aufgefallen, wenn es um selbstorganisiertes Lernen geht oder Lernen im Netzwerk, dann gibt es unheimlich viel Literatur über Kompetenzen, die die Lehrenden, also die Coaches, die L&D-Abteilungen brauchen. Es gibt noch relativ wenig darüber, was bedeutet das denn eigentlich für die Lernenden. Und deswegen haben wir unseren MOOC-Teil auch dem Lernenden gewidmet. Und weil die Tour de France vor der Tür steht, haben wir es auch in den Rahmen eines Radrennens gestellt. Und im Prolog wollen wir erstmal den Begriff klären, die neuen Lernenden, ist das eigentlich ein Megatrend oder ist das Fake News? Und dafür haben wir schon mal eine Umfrage gemacht, wo wir mal euer Lernverhalten und das der euch zugeordneten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abfragen wollen. Da wäre es schön, das ist unsere Hausaufgabe, wenn ihr das mal ausfüllen würdet. Wir würden das dann mit einem Design Thinking Vorhaben, was wir bei uns im Haus in den letzten Wochen und Monaten durchgeführt haben, vergleichen wollen. Wenn wir dann wissen, ob es die gibt oder ob das alles Fake News ist, ich gehe mal davon aus, ein paar davon wird es schon geben, wollen wir dann am nächsten Tag mal in die
an den Anfang alles selbstorganisierten Lernens gehen, nämlich an die Neugierde. Sind alle Mitarbeiter ausreichend neugierig, um selbstständig zu lernen? Was können wir tun, um sie neugieriger aufs Lernen zu machen? Wo sind Hürden, welche können beseitigt werden? Und spielt es denn wirklich so eine große Rolle im Lernen? Am Mittwoch kommen wir ins Zeitfahren, da geht es ums Durchhalten. Das ist dann meistens eine lange Strecke, wo man sich furchtbar anstrengen muss. Und wenn man mal bei Radrennfahrern nachfragt, welche sind denn die allererfolgreichsten, dann sind das die, die auch dem sich selbst quälen, ein bisschen was abgewinnen können. Und da haben Goethe-Zitat ganz gut gepasst. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Das heißt, wenn man sich ein etwas ehrgeizigeres Lernziel gesteckt hat, dann ist das zwar unheimlich motivierend, aber wenn das Lernen selbst keinen Spaß macht, dann hält man da meistens nicht durch. Ich habe das gleiche Phänomen immer am 1. Januar, wenn meine Neujahrswünsche plötzlich in Arbeit ausarten und ich mein Essverhalten umstellen müsste. Am Donnerstag auf der Schlussetappe wollen wir noch gucken, was brauchen denn die selbstständigen, selbstorganisiert Lernenden, um das selbstständige Lernen zu managen. Also welche Tools, welche Prozesse brauchen die an der Hand? Müssen die irgendwelche Kompetenzen neu entwickeln, um das dann auch selbstständig durchzusetzen? Und was für mich eine ganz wichtige Frage ist, welche Rolle spielen denn wir als L&D dabei? Welche Interventionen sollten wir machen? Sollten wir uns ganz raushalten? Sollten wir einen Rahmen vorgeben? Braucht das Ganze vielleicht sogar einen Raum und Zeit, damit die Leute dabei bleiben? Das ist ja jetzt in den letzten Wochen auch schon immer angeklungen. Und da wollten wir im Rahmen einer Ermöglichungsdidaktik auch mal nachfragen, sollen wir einfach alles dem Netz und der Cloud überlassen oder der Blockchain oder wem auch immer? Oder mischen wir uns ein klein bisschen ein, um Richtung vorzugeben? Und in der Teambesprechung am Freitag wollten wir das Ganze nochmal zusammenbringen. Wie erkennen wir die neuen Lernenden? Was für Kompetenzen haben sie? Was können wir tun, um ihren Anteil im Unternehmen zu erhöhen? Und was ist unsere Rolle in dem ganzen Spiel? Das so im Großen und Ganzen, das, was wir in der kommenden Woche vorhaben. Das Ganze garniert mit ein paar Informationen über die Firma Fissmann, über unsere Akademie und was wir hier tun und mit einer Menge Diskussionen auch auf den sozialen Netzwerken. Und wie man schon sieht, wir beide präsentieren an zwei getrennten Computern, weil wir mit dem Skype for Business noch ein bisschen kämpfen. Das zeigt vielleicht auch, dass wir auch als Lehrende noch ein paar technische Herausforderungen vor uns haben. Herr Steffen, hast du noch was? Ich mach mal gerade kurz mein Mikrofon an. Ich hoffe, dass mich jetzt auch jeder hören kann. Also ich bin genauso gespannt auf die Woche, quasi hoffentlich wie Sie alle. Wir haben uns ein schönes Programm ausgedacht, denke ich, was irgendwie relativ viele Facetten des Lernens betrachtet. Und ich hoffe, dass wir in einen guten Austausch kommen, dass wir am Freitag uns hier wieder treffen und merken, jawohl, die Woche war prima und hat viele Impulse gebracht, dass wie wir dann quasi als L&D-Verantwortliche weiterarbeiten können und vielleicht auch unser Arbeiten ein Stück weit verändern oder verändern müssen, damit wir dann für unsere Lernenden irgendwie alles ein bisschen besser machen oder angenehmer machen oder vielleicht auch einfach nur anders machen. Das wäre so mein Ansatz oder beziehungsweise unser Ziel, wie wir uns die Woche das vorstellen. Okay, tolles Thema. Wann startet der Prolog? Am Montag oder kann man am Wochenende schon reinschauen? Ein bisschen vorausfahren? Ja, am Wochenende geht es schon mal los mit der Umfrage. Wir gucken mal, dass wir schon ein paar Informationen über Fissmann da reinkriegen. Ansonsten genügt es einfach auch mal auf fissmann.de oder fissmann.com was über die Firma zu sehen. Am Montag früh, wenn die Seite freigeschaltet wird, schon die ersten Firmeninformationen auch auf der Homepage zu sehen sein. Wir brauchen dann ein bisschen Zeit, um die Ergebnisse mit unserem Design Thinking zu vergleichen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir zum Start des Prologes um 13 Uhr, wenn wir uns hier auf der Plattform wiedersehen, ein paar spannende Ergebnisse mit euch teilen können und freuen uns jetzt auch schon bärig auf die Woche. Das ist natürlich bei uns eine ganz normale Arbeitswoche, aber wir haben nur 2/3 des Tages bisher verplant. Das heißt, es bleibt spannend. Okay, prima. Herzlichen Dank. Ja, ich schaue mal, gibt keine Frage mehr.
gibt eine Frage, wie man Fiesmann schreibt, aber das kann man nachschauen, ja. Ja, nur wenn man weiß, wie man es schreibt, also mit IE. Okay. Ja, schön. Gut, dann sehen wir uns am Montag um 13 Uhr wieder. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und würde jetzt